Hallo alle zusammen, hier ist Michi Heuer und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur Streckenbegehung für den Formula Sim Racing Netherlands Grand Prix. Wir sind in Zandvoort, wir sind auf der neu und überarbeiteten Strecke. Ihr seht die neue Boxengassenausfahrt hier im Inneren der Kurve 1. Ziemlich eng und ziemlich schmal, aber wir benutzen sie nur ein- oder zweimal im Rennen. Von daher sollte das passen. Ja, kommen wir direkt in den neuen Teil, Kurve 2, Kurve 3. Das ist jetzt eine richtige Steilwandkurve, nicht mehr nur so angedeutet. Die ganze Strecke ja überarbeitet, insgesamt sehr technisch, sehr verwinkelt, schwere Überholmöglichkeiten. Also Qualifying wird hier sehr wichtig sein morgen. Ja, Kurve 7, schnelle Rechtshänder, da muss man einfach versuchen innen zu bleiben und dann kommt hier der sehr technische Teil. Kurve 8, 9, 10, das ist eine Lenkbewegung meistens. Die Reifen haben keinerlei Pause, man selber hat keinerlei Pause. Fühlt sich so ein bisschen an wie Monaco. Kurve 10 hier, nach einem Lastwechsel dann eine recht spät, also recht später Kurvenscheitel da. Die überarbeitete Schikane auch ein bisschen mehr Steilwandkurve als vorher. Ja, und dann kommt schon die vorletzte Kurve, die aus meiner Sicht eigentlich die letzte Kurve ist, weil man hier schon die ganze Speed mitnimmt auf die schnelle Runde. Die letzte Kurve, auch eine Steilwandkurve, für dieses Auto überhaupt kein Problem, dafür für mich eher eine Gerade eigentlich. So, kommen wir Kurve 1, nicht mehr so viel Steilwand, aber dennoch, man bleibt eher so mittig und ist erst spät am Körper, weil man hier jetzt die ganze Speed mitnehmen möchte. Kurve 2, hier schön innen bleiben, nicht so weit rauskommen, weil man möchte für Kurve 3 hier irgendwo in der Mitte sein, weil das einfach schneller ist, ähnlich wie in Hockenheim. In der Sachskurve, da ganz innen ist einfach nicht so schnell aufgrund der Neigung. Kurve 7, Double Downshift und sofort wieder in sechsten Gang hoch. Kurve 8, einfach durchcoasten und dann warten, bis man nochmal die Lenkung zumacht für Kurve 9. Hier kommt dann der Lastwechsel, Kurve 10 und später Apex. Schwierig zu treffen teilweise. Zweite DRS-Zone, ein kurzer Sprint zur Heavy Braking Zone hier an der Schikane und dann bleibt man hier schön innen. Man möchte nicht zu weit rauskommen hier den Curb. Den ersten Segment kann man gut berühren und dann die letzte Kurve. Das ist so wichtig, da so früh ans Gas zu gehen, dass man da den ganzen Speed mitnimmt. Insgesamt im Renntrim ohne DRS kommt man gerade eben so an die 300 km/h heran. Also man ist sehr, sehr langsam. Ja, und das ist eine Runde hier in Zandvoort. Das Rennen morgen wie gewohnt 20.30 Uhr auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Von der Vorbereitung her muss ich sagen, habe ich eigentlich noch ein paar Hausaufgaben zu tun. Ich fühle mich noch nicht wirklich so gut und auch noch nicht wirklich wohl im Fahrzeug. Ja, wird mit Sicherheit ein spannendes Rennen. Reifen ist ein ganz großes Thema. Die sind ziemlich, also man hat nicht wirklich viel Reserve, wenn man wirklich zwischendurch pushen muss, aus welchem Grund auch immer, ist man das sehr schnell dabei, seine Strategie zu verlieren. Von daher wird es morgen ein sehr interessantes Rennen, glaube ich. Wie gesagt, hoffe, dass ihr alle dabei seid. Morgen 20.30 Uhr Formula Sim Racing Rennen 8. Habt noch kein wirklich finales Setup gefunden, muss ich gestehen. Habe aber auch leider nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit dafür. Muss man einfach schauen, was dass wir das Beste draus machen. Ich denke, mit einer Solid Points Finish wäre ich schon zufrieden am Ende. Bin kein wirklicher Fan von der Strecke, muss ich sagen. Auch überholen tatsächlich fast nur in Kurve 1 machbar. Und das gestaltet das Ganze etwas schwierig. Wie auch immer, ich hoffe, dass ihr morgen dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende.